Das Taxi fuhr die schmale Landstraße entlang und ich schaute aus dem Fenster. Ich hatte mich unglaublich über Adams Einladung gefreut. Wir hatten uns mal wieder eine gefühlte Ewigkeit nicht gesehen, auch wenn es in Wirklichkeit nur ein paar Monate waren. Ich war wahnsinnig gespannt auf das Haus, das er vor einiger Zeit in der Bretagne gekauft hatte. Der Wagen fuhr um eine Kurve und einen kleinen Hügel hinauf. Als wir oben angekommen waren, konnte man tatsächlich bis zur Küste sehen. Am Horizont erhob sich ein einzelnes Gebäude. Weit und breit gab es keine anderen Häuser. Wir kamen näher und ich bekam eine Gänsehaut. Das Landhaus war kein bisschen so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es war unheimlich, alt, dunkel und düster.